Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir haben in der letzten Folge uns viel mit unseren Verkehrsproblemen beschäftigt. Dabei ist ja noch ein neues aufgekreuzt und das zwar hier vorne. Und ich habe keinen Plan, wie man das am besten löst. Ich würde es mal zu einer einfachen Autobahn jetzt einfach mal machen. Oder... Das Problem ist, dass die... Oder wenn wir mal den sagen... Was war denn das für eine Glocke? Wir nehmen... Hier dem und sagen die einfach... Yo, hier und hier hin. Und das machen wir an jeden von diesen Kreuzungen. Da müssten die doch rein theoretisch... Um einiges einfacher da rauskommen, oder? Also, so reinst logisch, oder? So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müsste sich hier dann alles gleich umändern. Also, es schaut ziemlich heftig noch aus. Aber das muss ich halt der komplette Stau hier auflösen, weil der staut sich hier natürlich jetzt alles. Haben wir hier eigentlich in der Kreuzung gesagt, dass die Gas geben dürfen? Also das Durchfahrtsrecht. Hier haben sie es, hier haben sie es. Wir bauen das auch. Hm. Dann machen wir hier überall noch die Fußgängerwege aus. Würde ich sagen. Nein, nicht wenden. Dann schauen wir mal, wie gut sich das da bewirbt. Aber ich glaube, der Großteil ist hier so ein Backlog im Grunde. Schauen wir mal vor, dann müsste sich ja das einigermaßen nach einer Zeit auflösen, oder? Ich weiß ja gar nicht, was... Ist das Problem jetzt hier? Hm. Komischer Kreisel. Aber jetzt bewegt sich was. Jetzt bewegt sich was. Jetzt bewegt sich was. Es hat sich was bewegt. Das Problem ist halt, wenn das hier alles mal weg ist, dann wird sich das auch alles ein bisschen auflösen. Es muss halt erst überall der Backlog, also das, was sich angestaut hat, wieder weg, damit man wirklich sagen kann, dass das hier sich wieder lohnt. So, jetzt ist der hier weg. Da ist alles runter. Hier staut es. Weil die alle nach da rein wollen, oder wie? Und halt dann wieder zurück auf die Autobahn. Was heißt dieser Gong die ganze Zeit? Also, das ist jetzt auf jeden Fall mal nicht gut gerade. Wir machen aber plus 25.000. Das ist nicht schlecht. Autobahn hier ist ruhig. Hier ist super. Das ist echt eine gute Sache gewesen. Was wir aber noch bauen müssen, wo wir auch unser neues U-Bahn-System noch anschließen müssen, ist erstens an unseren großen Kopfbahnhof, beziehungsweise an einen Passagierbahnhof, den ich hier außen irgendwie anbauen würde, damit es halt wirklich schön steht. Und wo ist eigentlich das Schienensystem? So mal blöde Frage, wo sind hier die Schienen? Hier keine Schienen? Ja, dann müssen wir wohl einen Flughafen bauen. Kann ich schon einen Flughafen bauen? Ein Zeppelin-Depot kann ich schon bauen. Das ist ja schon mal etwas. Der Flughafen wird... Oh, wir sind noch nicht mal ansatzweise so weit, dass wir Flughafen machen können. Seilbahn. Heißluftballon-Touren. Depot für Sightseeing-Busse. Und das Postsystem, das eigentlich funktionieren sollte, aber durch die Staus halt natürlich sehr bedingt funktioniert. Aber man sieht, es läuft eigentlich. Es muss nur alles wirklich sich jetzt auflösen. Das ist das Problem. Und dadurch, dass die irgendwie nicht meine Befehle angenommen haben, dass ich gesagt habe, das haben sie sich echt nicht angenommen, ne? Ach so, ja, weil es auch noch eine zweite Spur gibt. Sollte man sich eventuell merken, ne?
Das Ding hat ja mehr als nur eine Spur. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen, dass ich wirklich dann nur einspurige Systeme baue. So. Und jetzt sollte sich der komplette Stau aufgelöst haben. Ja, geil. Und somit sollten fast alle Probleme auch wieder verschwinden. Wie schaut es eigentlich mit dem Strom aus? Also wenn ich von hier nach hier den Strom rüberziehe, verbindet der sich komplett mit dem Stadtteil hier, ne? Weil ich würde gerne alles andere abreißen. Einfach, damit die Baumöglichkeiten größer werden. Was ja in dem Fall gar nicht gut wäre. Zack. Und zack. Dann bauen wir das Ganze hier zu. Na, das schaut doch ganz gut aus aktuell. Verfügbarer Strom ist groß genug. Wie schaut es mit den Wasservorräten aus? Schaut auch super aus. Wie ist die Verkehrsauslastung? Das interessiert mich jetzt gerade. Jetzt gerade liegen wir bei 98. Oh. Das backlockt sich schon wieder. Kaum fließt der Verkehr, geht das hier wieder in den Stau über. Aber ich verstehe nicht ganz, die fahren da rein. Kann es sein, dass ein paar... Moment! Wie sind hier die Regeln aufgestellt? Wo kann man Kreuzungen einstellen? Das sollte ich zu Einbahnen machen, warte mal. Da draußen bauen wir mal schnell Einbahnstraßen. Also auf jeden Fall aus der Seite machen wir eine Einbahn. Würde ich mal sagen. Und zwar raus und dann kriegt die aber noch die Richtlinie, dass sie nur nach da abzweigen darf. So. Ah, die fahren echt teilweise hier rauf und drehen dann um. Um wieder auf die Autobahn zu fahren, was ich nicht so ganz checke. Und jetzt staut sich's wieder. Das ist der Wahnsinn. Warum staut sich's hier wieder? Okay, wir führen mal hier neue Regeln ein. Also erstens hätte ich gern bei den ganzen Dingern keine Ampeln. Die Ampeln blockieren uns bloß. Dann kommt jetzt hier ein Regelwerk zum Einsatz. Vorfahrtsstraße, Nebenherstraße, so. Und dann noch Kreuzungsrechte, dass die hier durchfahren können. Warum stehen die denn? Okay, neue Kreuzungsrechte. Hier unten wird nicht über die Kreuzungen gegangen. So. Also die bleiben ja trotzdem stehen, was ich nicht so ganz wirklich verstehe. Aber wir müssen halt den ganzen Backlog, der jetzt da oben angekommen ist. Das ist nicht, überhaupt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Obwohl, die wollen auch immer abbiegen. Oh. Dann verbieten wir einfach ganz simpel. Dann sagen wir hier, hey, ihr biegt nur nach dort ab. Und für euch geht's nur auf die Spur und für euch geht's auf beide Spuren. Oder wir sagen denen hier nur, yo, ihr dürft nur dorthin.
den sagen dorthin und ihr seid Doppelabbiegespur. Sollte das Ganze um einiges doch vereinfachen. Und dann gehen wir hier unten noch an der Kreuzung an. Nur abbiegen, nur abbiegen. Nur abbiegen. Ah ne, so. Das ist genau dasselbe Spielchen hier. Zack. Da ist es ja fast wie eine Kreiselbewegung schon. Das mit dem Verkehr hier ist echt nicht die schlauste Idee gewesen. Sei da oben eindeutig besser geregelt, weil da fahren die einmal rein und kommen dann am Ende erst wieder raus. Aber ein großer... Löst sich das mittlerweile wenigstens? Also es schaut gut aus. Es muss nur wieder alles weg und dann, glaube ich, sollte es funktionieren. Ich hoffe, es wird halt auch alles erreicht jetzt, ne? Okay. Wir brauchten noch ein Schulviertel, ne? Hier würde ich gerne den Flughafen, obwohl den Flughafen könnte man auch hier hinsetzen. Schlau wäre hier, warte mal, wir müssen noch mal kurz unser U-Bahn-System anschauen. Wenn wir hier abzweigen und hier das Schulsystem hinbauen. Also ein richtiges Viertel nur für Schulen, die per U-Bahn erreichbar sind, dann wäre das doch hier schlau. Bedeutet, wir machen hier eine... Was ist, es geht sich hier nicht aus, aber ich kann es hier noch anfangen. Zack. So, dass das hier außen rumfahren kann. Geht bis hier runter. Man kann nach dort abbiegen. Und nach hier. Ah ne, warte, stopp, das wollen wir nicht. Wir wollen so, dass wirklich alles wieder nur an einem Ende endet. Mal hier runter. Hier runter. Und hier runter. Okay, ist ein bisschen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt brauchen wir Schulsystem. Bildung. Wir brauchen einmal Grundschule. Zack. Kriegst einen eigenen Bereich. Was ist das? Eine öffentliche Bibliothek kommt hier auch hin. Klick. Zack. Und das Institut für Technik kommt nach ganz unten. Dann haben wir alles hier drin etabliert. Ich würde sagen, jetzt kommen wir noch ein paar Grundschulen hin. Weil... Da brauchen wir einige wahrscheinlich von. Und dann tun wir hier bei U-Bahn-Systemen. Hier vorne. Und hier hinten eine Bahn etablieren. Warum? Das soll jetzt ein anderes System werden als sonst immer. Im Grunde soll das jetzt hier um die Kurve gehen. Sich hier anschließen, dann fährt es einen großen Kreis. Ein bisschen nach unten und zweigt hier wieder rein. Im Grunde soll sich dann... Huch, das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Welche U-Bahn-Linie ist denn das? Sollten wir von allen die ändern, dann bist du jetzt ab sofort blau, du bist rot und du bist gelb. So. Das ist die blaue Linie. Was habe ich mit der blauen Linie gemacht? Warte mal, kann ich die blaue Linie nochmal entfernen? Huch.
Wir entfernen nochmal die blaue Linie. Ja. Ich würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Weiter geht's. Nach hier vorne und abschließen. Und das ist die neue Linie. Du bist aber Linie 2 jetzt rein, theoretisch. Und du warst die blaue. So, perfekt. Dann starten wir das Ganze mal. Das hat uns jetzt Schweinegeld gekostet. Und es fehlt Wasser natürlich. Hätte man dran denken können, ne? Aber jetzt haben wir im Grunde hier unten einen wirklichen Wissenschaftspark quasi. Mit zwei Stationen sogar. Und die sollten jetzt dann mit den ersten Schülern anfangen. Also hier haben wir hier allein überall 200 drin. Wir haben 2000 Grundschüler in der Stadt. Und wenn es denen taugt, können sie wie die wahrscheinlich hier auch zu Fuß hinmarschieren. Wie viel haben wir denn hier in der großen? 112 Studenten haben wir hier drin. Ich glaube, mit dem U-Bahn-System wird da bald mehr passieren. Es muss alles nur einmal anlaufen. Wie schaut das mit dem Verkehr aus? Ach, komm schon. Als ob das immer noch backloggt. Es ist wahrscheinlich einfach zu viel Anstau gerade, ne? Kann das sein? Dass man hier quasi fast schon eine Zweispur hinbauen muss. Two-Lane Highway, kann ich den upgraden? Ort ist bereits belegt. Oh Gott, warte mal, das muss ich jetzt gleich ändern wieder, oder? Es funktioniert besser, habe ich das Gefühl, oder? Es staut sich auf jeden Fall weniger. Es schießt alles extrem schnell nach. Das schaut doch gut aus. Jetzt muss immer wieder nur zwischendurch einmal der ganze Hammer weg. Vielleicht halt echt, weil hier so viel an Anstau ist für Transporte. Man sieht ja allein, wie hier das alles noch steht. Und durch das jetzt höhere Verteilungssystem geht das natürlich auch besser. Und jetzt staut sich das hoffentlich alles nicht mehr so extrem. Weil man sieht natürlich, es staut sich dann alles bis zu uns zurück. Wie wird eigentlich die Fußgängerbrücke wird benutzt? Und jetzt können wir mal schauen, wie schaut es hier aus. 20 Passagiere die letzte Woche gehabt. Wie schaut es mit der Station hier in der City aus? Wo waren die jetzt wieder? Da ist die Station. Die hat 354. Studenten in der Stadt. Ja, okay, das geht. 300 hier drin, 19 hier drin. Hier haben wir 800 von 800 Studenten. Oberschüler in der Stadt. Holla. Wir dürfen jetzt einen Hafen und einen Frachthafen bauen. Und ökologische Abwasseraufbereitungsanlage. Jetzt geht's ab, Jungs. Einzigartige Gebäude. Das Chips Startgelände dürfen wir bauen. Ein Verkehrpark. Lokomotivhalle. Baue 7 Instanzen von großen Bahnhöfen. Öffentlicher Nahverkehr hat wöchentlich 5500 Passagiere. Wir sind bei 3400. Ich würde mal sagen, aber wir dürfen ja jetzt unser Chip X Gelände bauen. Es kriegt eine eigene Autobahnabfahrt. Wo, unter was fällt eigentlich das Chirp-X-Gelände? Da. Und es ist verdammt groß. Das steht am Ende so da. Eigentlich wäre das schon was Cooles, ne?
Ich würde das gern hier direkt am Wasser so bauen. Aber wo wir das hinbauen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.